Mahlzeit. Also das erste Video jetzt erstmal zu dem Thema, zu der Frage unter meinem Yamaha-Video zwar, aber gestellt wurde die Frage zu einer Kawasaki ZRX 1100, was die Gemischgrundeinstellung betrifft. Und zwar vom Alexander. Ja, du schreibst, drei Gemischschrauben waren zwei Umdrehungen offen und nur die vom ersten Pot ein Viertel. Gut, verallgemeinern kann man diese Ausdrehung nicht wirklich, weil ja, das hängt schon von den Toleranzen der Herstellung ab, das hängt von dem Verschmutzungsgrad ab, wenn die Vergaser älter sind, was sich an der Spitze der Gemischschraube so, sage ich mal, an Gammel abgesetzt hat. Grob gesagt, aber ein Viertel ist viel zu mager. Gerade wenn man jetzt bedenkt, dass vielleicht noch Verschmutzungen an der Spitze der Nadel da sind, würde das ja den Durchlassquerschnitt noch weiter verengern. Also du kannst eigentlich sagen, dass für eine ZRX 1100, 1200 2 1/4 sollten so das Minimum sein. Über 2,5 sind sie auch oft empfindlich, dass sie dann schnell, wenn sie sehr heiß sind, zu fett werden. Aber wenn alles stimmt mit dem Vergaser und jetzt keine Fehlerquellen vorliegen, wie im Mischluftkanal ein Fliegenflügel oder die Leerlaufdüse nicht mehr ganz frei oder keine Ahnung, es kann immer viel sein, dann kannst du davon ausgehen, dass 2 bis 2 1/4 Umdrehungen offen ziemlich gut laufen müssten. So ist es kein Wunder, dass du sagst, sie kommt schlechter vom Gas runter nach einem Gasschuss und so. Das ist einfach zu mager. Und ganz optimal ist einfach, gerade wenn die Vergaser älter sind und man nicht mehr davon ausgehen kann, dass alles einen neuwertigen Zustand innen drin hat, dann ist es sowieso ratsam, sage ich mal, einen externen Tank anzuschließen, das Moped im Leerlauf laufen lassen, warm laufen lassen und einfach nach Gehör. Das ist einfach nur Übungssache. Weil genau genommen, wenn ein Motorrad um die 4-4,5% hat, dann klingt es ja auch am geilsten, am weichesten im Rundlauf. Das hört man eigentlich sehr gut. Man muss da nur ein bisschen Übung reinbringen und irgendwann, man muss sich auch darauf konzentrieren, den einzelnen Topf rauszuhören. Also den Gesamteindruck ist auch wichtig, aber man muss auch in der Lage sein, den Topf, den man gerade einstellt, praktisch raushören zu können. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert normalerweise schon lange, aber je öfter man das macht, je besser ist man da im Training. Bei mir geht das so bis zum Sechszylinder sogar, obwohl ich da aber zugeben muss, das wird dann auch schon arg schwierig. Also Vierzylinder ist gar kein Thema, das ist halt das, was man ja fast ständig macht. Und insofern kann man sich da gut dran gewöhnen. Und die Voraussetzung ist als allererstes, bevor man sich auf irgendeine Ausdrehung überhaupt erstmal denkt, die stelle ich jetzt ein, ist den Test zu machen. A, ist vorne rum alles dicht, Ansaugstützenbereich, also einmal kurz absprühen mit Bremsenreiniger oder Startpilot. Wenn man Bremsenreiniger nimmt und die Spraydose, sag ich mal, mehr so einen Strahl statt einen Nebel rausgibt, dann muss man aber auch sehr bewusst an die Ansaugstützen sprühen, wo eventuell Undichtigkeiten auftreten können. Wenn man nämlich den Punkt nicht trifft mit dem Strahl, dann passiert auch nichts. Und wenn man trifft und es ist eine Undichtigkeit, dann reagiert der Motor halt drauf. Bei einem Sprühnebel, was diese Startpilot-Dinger oft machen, das ist teilweise günstiger, weil das einfach einen größeren Bereich abdeckt beim Absprühen. Gut, wenn das aber jetzt gegeben ist, das ist alles dicht, dann ist der nächste Test, der wichtig ist, bevor es sich überhaupt lohnt, weiterzumachen, die Grundfunktion des Leerlaufsystems überprüfen. Egal jetzt, ob es eine Kawa, Yamaha, Suzuki, ganz scheißegal, alle Vergaser-Mopeds sind da gleich. Wenn es jetzt um Gemischschrauben geht, es gibt dann noch Luftschrauben, die sind beim Viertakter aber praktisch so gut wie nie in Verwendung. Das ist mehr bei Zweitaktern. Manche haben eine Kombination, aber gut, da gehen wir ein andermal drauf ein. Im Regelfall sind es Gemischschrauben, die sitzen immer in Gasrichtung vor der Mitte des Vergasers zum Zylinderkopf hin. Es ist immer eine Gemischschraube und Gemischschrauben werden beim Rausdrehen fetter oder machen das Gemisch beim Rausdrehen fetter, beim Reindrehen magerer. Und die Grundfunktion, die wichtig ist, bevor man überhaupt sich mit anderen Sachen abgibt, ist zu prüfen, ob diese Funktion überhaupt gegeben ist. Das heißt, ihr müsst jeden Vergaser einzeln diese Gemischschraube reindrehen, vorsichtig und auf keinen Fall mit Gewalt. So, und dann müsstet ihr ein Abmagern hören. Der fängt an zu rumpeln, der Pott läuft nicht mehr sauber. Das ist schon mal gut, dann funktioniert die Gemischschraube schon mal beim Abmagern. Der andere Part ist, Gemischschraube dann wieder rausdrehen. Ihr müsst deutlich hören, dass der Motorlauf wieder weicher und runder wird. Gleichzeitig ist es so, wenn das Gemisch ziemlich optimal stimmt, dann hat man auch die höchste Leerlaufdrehzahl etwa erreicht. Wenn es zu fett wird, sinkt die dann auch wieder ab und fängt dann auch wieder an zu rumpeln. Nur der Bereich in Richtung Fett ist schwieriger rauszuhören, wo da die Grenze erreicht ist beim Rausdrehen. Da kann man leicht drüber wegdrehen, denkt man erstmal noch, ist gut, aber das Problem taucht dann auf, wenn die Dinger sehr heiß sind.
Also sobald ihr den Eindruck beim Rausdrehen habt, der Motorlauf ist schön weich und rund, gerade so, und dann aufhören und nicht weiter rausdrehen. Auch wenn es erstmal noch den Anschein hat, es klingt immer noch gut. So, aufhören, sobald das Ding gut rund klingt. Das bei allen Pötten übrigens durchführen. Jeder muss reagieren aufs Abmagern und aufs Anreichern beim Rausdrehen und dann einfach nach Gehör vorgehen. Jeden einzelnen Pott versuchen rauszuhören. Das geht sehr gut, wenn er versucht, ganz bewusst diesen einen Topf rauszuhören, indem ihr das kombiniert mit dem, wo ihr wisst, ihr dreht jetzt rein, dann erwartet man ja auch von dem Pott, dass da was passiert. Und irgendwie mit der Zeit stellt sich das Gehör darauf ein, wirklich diesen Pott, man hört die anderen im Gesamten natürlich auch, aber das ist dann schon mit der Zeit in der Lage, das Ohr, sage ich mal, den einzelnen Vergaser und Pott, wie er läuft, wie er klingt, rauszuhören. Und wenn ihr das bei allen Vieren macht und das Ding klingt geil, nehmt sauber Gas an, nach einem Gasstoß fällt sie schön gleich wieder auf Leerlaufdrehzahl ab, nicht darunter. Wenn sie darunter fällt, rappelt sie wieder hoch, ist ein Zeichen von zu fett. Bei manchen Motoren aber auch andersrum, X&Rs zum Beispiel, wenn die zu mager sind, haben auch dieses Symptom, dass sie unter die Leerlaufdrehzahl fallen, nicht ausgehen, aber unterfallen und sich dann auch wieder so auf Leerlaufdrehzahl ziehen. Das haben die, entgegen der allgemein üblichen Verhaltensweise, haben die das mehr beim zu mager Laufen. Bei Yamahas ist es oft so, dass die Hersteller so circa 2,5 offen angeben und bei einer Yamaha kannst du gut fast immer sagen, eine halbe, dreiviertel mehr offen ist immer richtig. Wenn alles stimmt, immer Voraussetzung. Bei den Kawas, Suzukis ist es eher so, auch bei den Hondas, dass die Angaben der Hersteller schon relativ gut passen. Da weiter rauszudrehen ist oft kontraproduktiv, zumindest dann, wenn die Dinger sehr heiß sind. Aber gut, das ist jetzt von Modell zu Modell schon so ein bisschen variabel, aber so im Großen und Ganzen kann man das durchaus so sagen. Das wäre es jetzt eigentlich, was mir im Stand dazu einfällt. Wichtig ist halt, wenn ihr dann das Moped Probe fahrt, eigentlich sollte es nicht lange den Schok brauchen. Anschmeißen, also speziell im Sommer, anschmeißen vielleicht mit Schok, dann muss er relativ schnell rauszunehmen sein. Man fährt grundsätzlich nicht mit Schok rum und man lässt das Moped auch nicht mit vollgezogenem Schok laufen und man macht das Ding auch nicht an und zieht sich an und setzt sich den Helm auf, macht sich das Säckchen zu und fährt dann alles Quatsch. Moped anmachen, direkt vorm Losfahren und nicht erst dieses Warmtuch anlassen. Das war früher mal in den, keine Ahnung, 50er, 60er Jahren macht das eine Berechtigung gehabt haben, heute nicht mehr, ist kontraproduktiv. Jedes zu viel an Schok oder zu fett laufen über längere Zeit kann schnell auch einen Ausfall der Kerze bedeuten. Sobald die Russisch schwarz wird, ist es vorbei, dann macht sie zumindest sehr wahrscheinlich Aussetzer. Unter Last oft ist es wahrscheinlicher als im Standgas, dann mag das noch eher klingen, wenn ihr losfahren wollt, ist es eventuell so, dass er ruckelt oder Aussetzer macht. Eine schwarz glänzende Kerze ist komplett tot. Und ihr dürft auch nicht denken, wenn ihr eine Kerze zum Prüfen rausdreht und legt die auf Masse im Kerzenstecker und die funkt noch, wenn sie schwarz ist, das heißt überhaupt nichts. So, Mahlzeit, weiter geht's. Eben war kurz der Akku leer. Ich denke, ich kann etwa da ansetzen, wo ich eben aufgehört habe. Das lässt mein seniles Gedächtnis noch so halbwegs zu. Also, wir waren da stehen geblieben, dass, wenn ihr eine Kerze rausnehmt, steckt den Stecker und meint, ihr legt die auf Masse und die funkt dann, wenn sie schwarz ist oder überhaupt, sage ich mal, das heißt eigentlich gar nichts. Das heißt nur, dass sie unter atmosphärischem Luftdruck einen Funken macht, bei dem Abstand von, sage ich mal, 06, 07 oder was auch immer. Unter Kompression heißt das noch lange nicht, dass sie dann auch funkt. Und zwar ist es etwa vergleichbar, wenn ihr überhaupt einen Check machen wollt, ohne Kompression, also nicht im Betrieb, sondern im Außenluftdruck, dann müsst ihr am besten den Kerzenstecker abschrauben mit einer gut isolierten Zange, weil die Zündspannungen bei modernen Zündanlagen sind durchaus nicht ohne, da kann man sich ganz schön was bei wegholen. Und dann das Zündkabel etwa 10 mm gegen Masse halten. Das entspricht etwa einem Millimeter oder 0,809 unter Kompression, ganz grob gesagt. Ne? Also es nützt gar nichts, wenn dieser kleine Elektrodenabstand unter atmosphärischem Druck da noch überspringt. Das hat null Bedeutung. Ihr müsst also wirklich gegen 10 mm gegen Masse das Zündkabel weghalten, dann starten. Da muss der Funke blau-weißlich knallend überspringen, richtig rüberballern. Wenn ihr da nur 3, 4, 5 mm schafft, dann bricht der ab oder macht schon Aussetzer, dann könnt ihr das vergessen, dann hat die Zündanlage eine Macke. Oder der Kerzenstecker oder die Kerze, es gibt immer viele Möglichkeiten. Ja, das ist immer ein guter Test, dass, wenn man sich bei der Zündanlage nicht sicher ist, etwa 10 mm gegen Masse. Und der Funke muss auch blau knallend sein und nicht irgendwie kürzer und rötlich, das ist alles schon ein schlechtes Zeichen. Ja. Das wäre es eigentlich soweit heute zu diesem Thema.
das Video, was ich noch machen wollte zum Thema, wieso man Motoren und Motorräder ganzheitlich betrachten muss. Das machen wir ein andermal. Das dauert extrem lange. Da kann man tagelang drüber reden. Wir fangen dann in einzelnen kurzen, Sequenzen an mit einzelnen Episoden, weil das ist so ein Thema, so ein weiter Bereich. Den kann man nicht mit einem Video abdecken, sondern dazu braucht es schon viele. Und das Verständnis dafür muss auch erstmal so ein bisschen wachsen, sage ich mal, ne? Weil das ist sehr, sehr komplex, das Ganze. Gut, das war's dann für heute. Schön hier aus meinem Naturgarten. Alles andere ist schlecht. Lasst alles schön verwildern. Guter Tipp, je mehr freuen sich die kleinen Tierchen, egal ob Vögel, Käfer, Spinnen, was auch immer. Also bis dann erst, ne? Der Dirk war's. Tschüssi. Bye, bye.